Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Soul Mask. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge ist ein bisschen Zeit vergangen. Und ich habe mir mal die Fragen und Antworten durchgelesen, die vom Spiel bereitgestellt werden. Und da ist mir aufgefallen, dass da geschrieben wurde, dass der Char, den man sich erstellt hat hier, also unsere Ballerina, als Backup gedacht ist. Und dass wir eigentlich so ein NPC spielen sollen. So habe ich mir das rausgelesen und das werde ich jetzt mal testen. Und zwar nehmen wir uns mal hier den John, wenn er mal stehen bleiben würde. Und übernehmen die Kontrolle. So. Und dann schaue ich mir das mal an. Also das ist der Level. Da können wir auch 12 Punkte verteilen. Das machen wir mal. Vier da rein. Und zuteilen. Dann steht hier eh oben aber noch Ballerina. Und da haben wir keine grünen Kristalle. Dann wollte ich noch wissen, die Techniken, die wir gelernt haben, ist quasi mit der Maske übergegangen. Die haben wir mit übernommen. Und wo war das andere? Oh, glaube ich. Mit Können. Und ihr seht, bei dem geht das schon nicht nur bis 50, sondern bis 90. Und Speer sogar bis 99. Doppelklinge bis 100. Und Fäustlinge bis 118. Also ist der quasi jetzt prädestiniert dafür, mit Fäustlingen zu kämpfen, obwohl es bestimmt dann NPCs gibt, die auch Fähigkeiten bis 120 haben. Angeborenes Talent. Hat tiefe Furcht vor Leoparden, verliert 6 Stimmung. Das wird ja noch viel komplexer, wie ich es überhaupt schon gedacht habe.
Unterdrückt den Feind mit roher Gewalt. Unvorbereitet für einen Angriff. Verteidigung sinkt um 3%. Schnell hungrig. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann übernehmen wir mal die Kontrolle über Gerda. Machen da dasselbe. Also T ist es nicht. Masken haben wir festgestellt. O müsste es sein. Die hat einen Punkt, weil wir die mit, haben wir ja mit Level 23 bekommen. Und pro Levelaufstieg bekommt sie einen Punkt. Können. Jetzt müssen wir mal gucken, worin ist sie gut? Ja, alles nur bis Level 3 hier, sage ich jetzt mal, Level 1, Level 2, Level 3. Und 120 wäre dann Level 4. Die ist auch gut mit Fäustlingen. Oder mit dem Speer. Hat aber erst 7 von 97 Punkten. Erntentempo steigt um 5%. Ertrag. So, sonst hat sie noch nichts auf 30. Sie hatte den Steinspeer. So habe ich das verstanden. Jetzt. Kann ich Gerdas Aussehen ändern? Ich kann hier nur die Maske wegnehmen. Ich kann den Namen ändern. Das Potenzial von Stammesmitgliedern unterteilt in 6 Stufen. Weiß ist das Schlechteste und steht für Mittelmäßigkeit. Rot ist das Beste und steht für Stärke. Das Potenzial wirkt sich auf die Attribute der Stammesmitglieder aus. Basiskrieger. Das hatten wir gelernt. Weiß, Grün, Blau, Lila. Denke ich mal, dann kommt Gelb und Rot. Sagen wir Weiß, Grün, Blau, Lila, Gelb und Rot. Das wären die 6.
angeborene Talente. Ursprung Kämpfer. Der Stamm hat einige recht bekannte Kämpfer hervorgebracht, die fähig im Nahkampf sind. Die können zwar Crew für Klingen, Doppelgänger, Hämmer, Großschwert auf Fäustling gesteigt um 60%. Ursprung warm ab zur Routinearbeit. Im Clan gibt es viele Zuarbeiter, aber niemand will sich der Gesellschaft, der Gemeinschaft anpassen. Die können Wachstumsrat für Weben, Holz und Steinarbeit, Lederarbeit, Töpferei, Ofenfeuerring sinkt um 25. Erfahrung Kampferprobt. Du begleitest häufig den Stamm bei Kämpfen und verstehst gut, wie man auf dem Schlachtfeld überlebt. Als ein Gefolgsmann wird bei Kämpfen der erlittene Schaden um 50% reduziert. Das heißt, die kann man gut mitnehmen. Herzausreicher. Als Scharfrichter des Stammes bist du weiterhin berüchtigt. Beim Angriff auf Torsos verursachst du dauerhaft 10% mehr Schaden. Man verfügt über eine zähe Konstitution. Wenn die LP niedriger als 30% ist, wird innerhalb von 5 Sekunden 20 LP wiederhergestellt. Der Cooldown beträgt 40 Sekunden. Direkt zum Angriff. Scharfe Augen wie ein Adler. Wenn man einen Gegner mit 15 Metern Abstand angreift, wird der bei Schwachstellen bewirkte Schaden um 25% erhöht. Die können Wachstumsrate für Klingen, Doppelgänger, Hämmer, Großschwerter, Fäustlinge steigt um 60%. Das heißt, sie kämpft also quasi gut mit Nahkampfwaffen. Dementsprechend mache ich ihr mal ein Bestienknochenschild. Machen wir 3 Knochen. Bestienknochenschild. Und Bestienknochen Großschwert Nee, Großschwert war zweihändig. Bestienknochenklinge machen wir hier noch. Das wird dann Schwert und Schild sein. Nochmal 2 Bestienknochen. Das will ich ja testen. Dann habe ich das da in den Fragen und Antworten doch richtig verstanden. Was fehlte denn jetzt noch? Bestienknoche Klinge. Ist noch nicht freigeschaltet. Bestienknochen, Werkzeuge. Bestienknochen, Waffen.
Klinge. Wir brauchen einen Punkt. Voraussetzung für das Lernen nicht erfüllt. Okay, wir brauchen noch einen Punkt. Dann werden wir doch erstmal mit Speer arbeiten. Einen Punkt brauchen wir noch. Und sie ist gerade Level 24. Und Klinge. Wo kriegen wir jetzt? Den Punkt für das Können, nee. Den Punkt her. Also was wir Anfangsjäger erreicht haben, wird mit übernommen. Okay. Scheintafel haben wir auch noch nicht. Wir brauchen noch einen Lernpunkt, ne? Talentpunkt. Wir brauchen Technikpunkte. Technikpunkte. Wie bekommen wir Technikpunkte? Steinhackmesser. Ja, die Kisten sind voll hier. Das ist Hammer. Was da an Mats drin sind.
Das ist schon Aloe Saatgut. Ich habe keine Ahnung, wo ich das für brauche. Weinreben konnten wir zu dickes Seil machen. Verdorbenes Fleisch schmeiße ich mal mit in den Schlachtertisch hier. Und die Knochen in die Waffenwerkbank. So. Dann haben wir noch das Hackmesser. Das packen wir uns hier auf die 3. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Mit 1 und 2. Ja, das geht. Speer und Schild geht. Werkzeuge. Ja, wieder was Neues gelernt. Also wir sollen quasi so ein Stammesmitglied spielen. Jetzt laufe ich schon wieder los wie ein Friseur. Ich wollte die beiden Wasserkrüge nämlich mitnehmen. Und da haben wir Mais-Saatgut. Mais-Saatgut und Aloe-Saatgut haben wir. So, jetzt will ich noch mal testen, was. Und zwar gehen wir mal runter zum Wasser. Die Krabben waren ja langsam. Dann levelt sie den Speer. Das wollte ich wissen. Das war jetzt aber reiner Zufall, dass ich den jetzt in die Lahn hatte. Habe ich noch nie gesehen, ja. Wildsuppe, Wildfrucht und so weiter. So, speichere Daten zur Jagdseite. Also sie bekommt dann auch die Jagderfahrung, die wir gemacht haben. Und sie levelt jetzt auch den Speer. Gut zu wissen. Und ich habe auch das getestet,
Waffenblock. Okay. Speer und Schild geht auch. Wir haben die Wasserflaschen gefüllt. So, dann wieder zurück. Also habe ich das aus den Fragen und Antworten da doch richtig erkannt. Wir sollen quasi hier so ein... Also Stammesmitglieder rekrutieren. Noch und nöcher. Und entweder können wir dann den Schwächsten spielen und hochleveln. Oder wir spielen dann den Stärksten und versuchen immer weiter Stärkere. Die alle unterschiedliche Attribute haben. Das heißt, wir müssen uns jeden Einzelnen angucken und einen haben wir uns noch nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der John war oder der Jim. Also mit Tragen der Maske leveln wir dann den Char. Jeder Einzelne hat seine Fähigkeiten. Gucken wir uns noch mal den Rudi an. Null Punkte und der hat 8 Punkte zu verteilen. Können Wachstumsrate für Klingen, Doppelklingen, Hämmer, Großschwerter, Fäustlinge steigt um 50%. Du lebst äußerst gerne in einer Gemeinschaft. Wenn die Zahl der Stammesmitglieder 10 überschreitet, erhältst du 60 Stimmung. Innerhalb von 15 Minuten. Innerhalb von 15 Minuten wird die Stimmungssinkrate um 70% reduziert. Stimmungsverbesserungseffekte steigen um 125%. Extremes Ausweichen. Erhält sofort 25 Ausdauer nach dem Ausweichen vom feindlichen Angriff. Bogen stellt eine geringere Bedrohung dar. Der durch Bogenwaffen bewirkte Schaden sinkt um 20%. Man wirkt ungewöhnlich schwach. Die Max-LP sinkt um 6%. Schwerfällige Schritte, man macht laute Schritte, die Geräusche durch Schritte werden um 100% lauter, also da ist nichts zum Anschleichen. So, der braucht dann auch hier Bogenschaden. Gucken uns doch erstmal das Können an hier, und bevor wir das verteilen. Ernten hat er auch schon auf
Erntetempo. Machen wir da mal. Was hat er noch? Holzfällen hat er auf 30. Machen wir auch das Tempo. Hat er noch was? Doppelklinge hat er auf 34. Doppelklinge Schaden plus 5%. Ausdauersenkung. Zähigkeitssenkung. Ausdauerkosten. Machen wir mal den Schaden. Freischalten. Großschwert hat er auch schon. Machen wir auch mal den Schaden. Und Klinge hat er auch. Also scheint ein guter Nahkämpfer zu sein, aber ist laut. Holzfällen hatten wir schon. Ernten hatten wir auch schon. Klinge hat man jetzt auch. Fäustlinge. Ich werde ihm dann mal die Doppelklingen geben. Die wir ja im Feuer hatten hier. Doppelklinge und den Hammer. Dann wollen wir die Werkzeuge reparieren. Da wollen wir Steine und Feuersteine. Wieder zurück. Jai. Okay, wir haben die Aufnahme schon wieder überschritten, ja. Also in der Folge haben wir jetzt hier was Grundlegendes Neues gelernt. Wir sollen eigentlich nicht den Char spielen, den wir erstellt haben, der dient nur als Backup, wenn wir sterben. Wir spielen quasi dann immer so ein Stammesmitglied. Bedeutet also, wir müssten immer neue einschüchtern, nach Hause bringen, die Fähigkeiten austesten. Aber wir haben da, glaube ich, auch was gelernt im Maskenbaum. Das war hier, glaube ich, Qualitätseinschätzung. Die Daten von verschiedenen Kreaturen und Wahrnehmungsfähigkeit der Maske genutzt werden, um die Kernqualitäten des Ziels zu bewerten. Halte Q gedrückt zum Erkennen und Bewerten. Geht das auch? Ah. Kraft 9, Agilität, Konstitution, Belastbarkeit, Wahrnehmung. So funktioniert das. Kraft 14, 20... 17, 13 und 12. So funktioniert die ganze Sache. So können wir dann auch die eingeschüchterten vor Ort
beurteilen. Okidoki. Da wollte ich noch hier die... Bestienknochen-Sense reparieren. Und schmeiß das mal alles da rein. In die Werkzeuge. Nun haben wir ja nun keinen überragenden Krieger hier. Aber wir können dem noch Punkte verteilen. Und zwar Kraft kriegt er dann 4 Stück. Da 2 und da 2. Okay, damit endet die Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen. Sehr, sehr, sehr viel gelernt hier in der Folge. Bis zum nächsten Video. Euer Baloo.